Musterwoche 33, 20, 23. Nur noch eineinhalb Wochen. Am Sonntag war in Nürnberg alles gesperrt. Und ein Beitrag von Stefan vom Ilse-Rennen. Nur noch eineinhalb Wochen ist es soweit, die Gaming-Welt eröffnet wieder seine Pforten in die Gaming-Landschaft auf der Messegelände in Köln. Ich hoffe, ihr seid vor Ort, wir, das Team, sind wieder vor Ort und werden live oder relativ live darüber berichten. Das seht ihr in zwei Wochen im Beitrag, aber auch in den Vlogging-Videos, die auf meinem Kanal jeden Tag online gehen oder einen Tag später. Ja, es sind verschiedene Events geplant, Livestreaming-Interviews und vieles mehr. Natürlich könnt aber auch ihr habt die Möglichkeit mit mir, wenn ihr mich sehen solltet, mit mir kurz zu quatschen, wenn ich gerade Zeit habe. Wenn ich ein bisschen Zeitdruck habe, dann würde ich euch einfach sagen, dann kann man sich ja nochmal einen Termin ausmachen, aber das war hierher. Ich hoffe für alle, dass ihr eine schöne Gamescom habt und damit geht es weiter zum Beitrag 2. Weit bekannt ist das Hersbrucker Eselrennen. Aus einer Stammtischidee bildet sich 1980 der erste Eselclub Hersbruck. Der Wettkampf findet seit 1981 gleichzeitig mit dem Altstadtfest am ersten Sonntag im August statt. 1981 richtete der Eselsclub das erste Hersbrucker Eselsrennen aus, damals noch auf der Santoriusinsel. Die Startlinie kommen Nummer 5 Flori, Nummer 8 Sina, Nummer 11 Struth. Drei Runden werden gelaufen. Und nach dem zweiten Halbfinale folgt dann das letzte, das dritte Halbfinale. Nach dem 10. Rennen löste sich der Eselclub auf. Ab dem 11. Rennen hat der erste FC Hersbruck, auf dessen Sportanlage die Veranstaltung seit 1987 abläuft, die Rolle des Veranstalters übernommen. Seit 1987 wird es auf der Sportanlage des ersten FC Hersbruck ausgetragen. Die Eselsführer versuchen dabei, vor bis zu 4000 Zuschauern ihren Esel als ersten über die Ziellinie zu bringen. Das war der Startschuss zum zweiten. Und ein gutes Rennen macht der 16 Stella, wie ich sehe. Auch die Nummer 11 Struth ist ganz gut unterwegs. Aber dieser einmalige Spaß für Jung und Alt fand sofort eine nicht für möglich gehaltene Resonanz und wird seitdem alljährlich als Höhepunkt des Hersbrucker Altstadtfests immer am ersten Sonntag im August durchgeführt. Bitte bereit machen für den ersten Hoffnungslauf Nummer 18 Seta, Nummer 15 Schoker, Nummer 17 Raki. So, wir haben hier die offizielle Wertung der Punkte gelandet. Aber er hat ja noch eine Chance dann über den Hoffnungslauf ins Halbfinale zu kommen.
Hier nun der erste Hoffnungslauf. Dritter Stelle, aber es sind nur ein, zwei Riesen. Am Sonntag waren in Nürnberg super viele Fahrradfahrer durch Nürnberg gefahren und deswegen mussten viele Straßen in Nürnberg gesperrt werden. Und deswegen gab es hin und wieder in manchen Abschnitten kleinere Staus. Gut und Franzi hat es am Ende alles relativ reibungslos geklappt. Ja, das waren schon wieder die News der Woche von dieser Woche. Nächste Woche sehen wir uns natürlich wieder. Habt einen schönen Abend oder schönen Tag, schöne Woche. Bye bye, ciao.